Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir auch so kämpfen, wie die Welt kämpft. Durch ausgeklügelte Strategien und listige Täuschung versucht Satan gegen dich zu kämpfen und will, dass du dich als Verlierer fühlst. Aber Gott hat dir geistliche Waffen gegen ihn gegeben. Hier sind drei wirkungsvolle Waffen im Kampf gegen den Feind. Punkt Nummer 1, das Wort Gottes. Nehme es durch Bibelstudium auf, durch Predigen, durch Lehren und bleibe so lange dran, bis der Heilige Geist es dir offenbart. Punkt Nummer 2, Lobpreis und Anbetung. Damit schlägt man den Teufel effektiver und schneller als mit jeder anderen Taktik. Aber es muss vom Herzen kommen und ehrlich gemeint sein. Es darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein oder eine Art religiöses Ritual. Der dritte Punkt ist Gebet. Gebet ist der Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Es ist Kommunikation mit Gott. Wir bitten ihn um Hilfe und sprechen mit ihm über alles, was uns am Herzen liegt. Um ein wirkungsvolles Gebetsleben zu haben, brauchen wir eine enge, intime Gemeinschaft mit Gott. Du musst wissen, wer du bist in Christus Jesus. Du musst wissen, dass er dich liebt und dir immer nur helfen will. Es tobt ein Kampf, aber Gott ist auf deiner Seite und er hat dir alle geistlichen Waffen gegeben, die du brauchst, um Satan in die Flucht zu schlagen. Wenn du magst, bete mit mir. Herr, ich danke dir, dass du mir alle geistlichen Waffen gegeben hast, die ich brauche, um gegen den Feind zu kämpfen. Ich weiß, dass ich heute den Kampf überwinden werde und siege mit deiner Hilfe. In Jesus Christus mächtigen Namen. Amen. Der Herr Jesus Christus segne euch, behüte euch und leite euch. In Jesus Christus mächtigen Namen. Amen.